Okay. Hallöchen. Na lecker. Geht ja schon wieder gut los. Gib sie mir. Okay, da ist eine Leiter. Und da geht's hoch. Oh nein, Rätsel. Moment, wir haben was vergessen. So, gut, jetzt bin ich zufrieden. Ah! Falsch. Passen. Oh, das dreht sich auch noch mit. Wie assi. So, ich muss das Symbol nachbauen. Jo, passt. Ich hoffe, das letzte dreht sich jetzt nicht alles. Okay, gut. Komm weiter. Ah, war ja klar, Blut. Geht doch. Yeah. Mir ist es aber eigentlich ein bisschen zu ruhig. Und wie gemütlicher geht. Finde ich auch cool. Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex? Einen von euch habe ich heute schon getötet.
Natürlich haben sie das. So gehen sie mit jeder Herausforderung in ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die sie selbst erschaffen. Nehmen sie die Waffe runter. Benutzen sie statt ihrer Fäuste doch einmal ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen. Aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Nicht mal mir auf Instagram? Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben sie fürs erste Wohl. Sebastian. Das nenne ich mal eine Ganzkörperspülung. Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Manchmal. Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Dein Ernst? Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Danke, du aber auch. Alter! Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Ja. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Na, du bist ja lustig. Wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Ah, was du nicht sagst! Hast du genug Munition? Nö. Hey, kannst du dir mal helfen? Ja. Ich hab A gedrückt! Wow. Was? Alter, das gibt's doch nicht.
tot sind oder uns die Munition aufgeben. Ja, ja. Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Oh. Konzentrier dich aufs Überleben. Zu viele Male. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Aha. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Nein! Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Wow. Hä? Okay. Die sind überall. Die dürfen sich nicht zusammenrotten. Alter, dein fucking Ernst? So einfach kriegt ihr mich nicht klein. Mir geht's echt nicht gut hier. Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Ja. Scheiße. Vorsicht! Die lassen nicht nach! Wir auch nicht. Boah, was ist das für Dinger? Karl, töten sie einfach. Echt? Mist, die haben mich erwischt. Oh. Ich glaube, das sind die letzten. Sicher. Ach ja, wenn der Partner das sagt, dann stimmt das. Hier lang. Ja, ich durchsuche erstmal hier alles, weil Muni, you know? Wow. Arschloch. Nein! Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Yay. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Endlich sowieso. Wow, viel zu wenige. Komm. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach die Ausschau halten. Was für ein geiler Arsch. Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also... Moment, warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius.
für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Na, boah, bis der immer sich bewegt. Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Zu blöd, da drüber zu klettern, oder was? Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Ich bin direkt hinter dir, Baby. Ja, bück dich weiter. Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich schieb helfen. Schieb den Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Heiß und frisch. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Ich? Ja, klar. So alt bin ich noch nicht. Genau. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Tada! Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Tada! Das ist jetzt nicht wahr. Doch. Kopf einziehen. Und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Was? Ist so gut? Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erst mal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar. Natürlich. Bereit? Alles gut, ich hab dich. Ja, alles okay. Hey, willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Du bist jetzt Teil des Plans. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Die Esel nennt sich zuletzt. Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Wenn ich das Spiel auf einfach stelle, dann... Ach, Glubschi ist ja weg, stimmt. Oh nein. Wir sind jetzt schon wieder. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme. Da. Warten. Ich sehe nichts. Berg im Weg. Schnell, mir nach. Thank you.
Na super. So viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay. Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Was du nie sagst. Meinst du so? Toll. Kann man die eigentlich direkt one-shotten? Ah, 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 ah. Geh weg! Geh weg, dreh dich um! Oh! Jetzt brennt der auch noch! Ja, yeah, sie geben auch Grütze. Oh, ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie schon nochmal aufstehen. Stück. Ja. Fuck, wie mache ich das jetzt? Hier komme ich ja nicht weiter. Also ich muss da lang. Wenn ich jetzt den ausschalte, dann sieht der mich. Bleibst du jetzt die ganze Zeit da stehen? Das wäre echt top von dir. Okay, wie kriege ich das am besten hin? Ja, das wäre doch was. Okay, wenn er jetzt gleich dahin geht, dann geht er wieder hier hin und dann gehe ich einfach hier rum. Und dann mache ich den da. Oh.
Spaß. Bam, so geht das. Yeah, ich hab's langsam drauf mit dem Stealthy. Wow. Ach, komm schon. Ja, nee, ist klar. Komm, kipp um. Alter Schwede. Uiuiuiuiui. Naja, wie war das nochmal mit Stealth? Alles in Ordnung. Komm, hier gibt's da bestimmt irgendwas, oder? Was? Nein? Heilen kann ich dich auch nicht. Wow. So, sonst noch irgendwas hier? Nö. Hallo? Kommst du mal? Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Ach so, geht da weiter. Ich dachte, da kommt jetzt ein Video. Zu Hause ist es am schönsten. Ja. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal. Flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Aha. Also, was machen wir mit Theodore? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodore zu beschützen. Und er wird hier alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodore. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale.
Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lilly? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lilly. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Jo, erstmal hier, ne? Alles meins. Was haben wir hier? Wow. Ach, Frost. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Kannst du mir ein bisschen was leihen? Moment, hier haben wir alles. Ja. Kaffee! Danke. Moment mal. Nee, da. Jawohl. Spiegel, genau das, was ich jetzt brauche. Ja, ich habe kein Dia, sorry. Sagt ihr die nicht, die legt mir irgendwas rein? Na, ich hab nichts. Ah, da. Danke. Erst vier Stück. Okay, wer weiß, wo die alles versteckt sind, ne? Feuerlöscher. Ach, Verflüssiger. Wieso brauche ich für alles eine Dingsbombs? Ui. Warte mal, Moment. Das war eigentlich gut. So. Verbessern wir mal den Bogen.
5000. Da können wir auch bestimmt wieder was schön was ballern. Sie können einfach nicht ohne mich, oder? Nö. Nee. Okay, wir haben 5000. Sechster. Komm, dein Ernst? Ah, nee, das war 7000 für. Oh. Okay, machen wir Heilung. Ja, das wäre natürlich noch besser. Du generierst Gesundheit schneller bei Heilung. Kurz vor dem Tod. Okay. Das wäre gut. Ups. Warum ist es so schnell? Aber macht ja nichts. That psycho is still on the loose in here. And he's got Lily. This chase has been entertaining. But even the greatest entertainments must come to an end. Enough art school bullshit. Where is she? We have the same goal, Sebastian. We can help each other. Join me. Keep shooting until they're dead or we run out of ammo. Once I have the power of the core, you will be truly free. Are you all right? Why wouldn't I be all right?